Wir werden in dieser Sitzungswoche ein wichtiges Gesetz zum Schutz unserer Bundespolizei beschließen. Jeder vierte Polizeibeamte wird Opfer einer Straftat. Um das zu verbessern, werden wir die Bundespolizei mit Bodycams ausstatten. Wir haben Erfahrungen aus anderen Ländern, dass eine Bodycam sehr dazu führt, dass die Straftaten nachlassen. Und wir erwarten uns natürlich davon auch eine Signalwirkung für die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten in den Ländern. Wir haben in diesen Tagen wieder intensive Diskussionen darüber, was an der Agenda 2010 verändert werden soll. Ich kann nur sagen, ein Blick nach Europa zeigt, dass Deutschland so gut dasteht wie kein anderes Land in Europa. Das ist das Ergebnis einer richtigen Politik, der notwendigen Reformen. Und wenn jetzt die Dinge zurückgeschraubt werden sollen, Blick in die Vergangenheit anstatt Handeln für die Zukunft, dann kann man sehen, was daraus wird, wenn man in die anderen europäischen Länder schaut. Das, was die SPD mit ihrer Weiterbildungsqualifikation vorhat, ist der völlig falsche Weg. Wir brauchen Weiterbildung in den Betrieben und nicht außerhalb von Betrieben. Wir hatten das schon einmal, dass wir eine Weiterbildungsindustrie hatte, die Menschen ausgebildet hatte, dass wir nachher mehr Frauen weitergebildet haben als Floristinnen überhaupt in Deutschland in den Betrieben angestellt waren. Und deswegen ist es richtig, dass wir sagen, und das geht heute schon, nichts Neues von der SPD, dass wir in den Betrieben weiterbilden, fortbilden und nicht parallel zu den Betrieben das Ganze tun. Also wir sehen, der Wirtschaftsstandort Deutschland steht gut da, aber man kann ihn natürlich dadurch gefährden, dass man Dinge zurückdreht, die dem Land nicht dienen.